Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Metal Gear Solid 5, der Phantom Pain. Das ist die nächste Mission. The three Soviet commanders are meeting at Daviello Calais. The mission is to eliminate all three. How you do it is up to you, boss. Good luck. Und ich starte jetzt das nämlich schon zum zweiten Mal. Das ist die. I set the target's anticipated travel routes and the meeting location to your map. Take a look. Okay. Ich starte das jetzt schon zum zweiten Mal. Vom ersten Mal hat die Aufnahme herumgesponnen. Beim zweiten Mal hat mein Dolmetscher irgendwie versagt und ich weiß, dass es eine der sieben Missionsziele ist, dass man das Gespräch heute mit anhört. Die ersten drei Missionsziele sind diese Kommandanten zu eliminieren. Und dann gibt es noch die zu evakuieren quasi. Wo bin ich denn jetzt? Vor lauter Quatschen. Da hinter den Steinen wollte ich eigentlich. In dem Turm ist ja keiner drin. Dann mit Fahrzeug extrahieren. Ja. Ja, auf alle Fälle, hier kommt einmal einer der Kommandanten, das sieht man an dieser Route, wo ist er gerade? Hier an der Weggabelung ist er. Jetzt ist er schon ein Stück weiter. Und ich wollte mir hier irgendwo hin pflanzen und mit dem Icecope das Gespräch halt abhören, weil das Icecope hat ja ein Richtmikrofon. Und irgendwie hat mein Dolmetscher, obwohl ich das Russische gehört habe, es nicht auf die Reihe bekommen zu übersetzen. Und wann ich mir das Gespräch schon höre, dann möchte ich auch wissen, was die sprechen. Und ich werde heute jetzt versuchen, ein bisschen näher zu kommen. Da kommt er ums Eck, wenn es soweit ist. Und wann der markiert ist und identifiziert ist, quasi das Bild am Monitor erscheint, springe aufs Pferd und reite vor. Ich darf natürlich keinen Alarm auslösen, weil dann verpfeifen sie die drei Herrschaften wieder. Und ich kann das Gespräch nicht anhören und das wollte ich aber beim ersten Spieldurchgang dieser Mission gleich mitmachen. Na, wo bleibt er? Das wird ein Geduldsspiel. Passt auf Leute, jetzt fährt er an mir vorbei, der kommt nämlich über die andere Straße. Über die da. Das wäre ja zum Schreien. Ne, der kommt definitiv über diese. Mal gucken, wie weit er schon ist. Er ist gleich da. Jetzt hört man auch schon. Sehr gut. Licht sieht man, alles tut die. So. So viel zum Thema schnell aufs Pferd. Ja, machen wir mal diesen Durchgang. Mache ich nicht so einen weiten Umweg um den Posten, sondern versuche, dass ich so rasch wie möglich die Distanz verringere zu dem Treffpunkt. So. So möchte ich runter. Ich hoffe, hier eiert keiner von diesen herum. Und der ist eh noch weit weg. You have arrived at your destination. Jetzt muss ich halt nur wissen, in welches Haus der reingeht. Man sieht jetzt da gar keine Wachen großartig herumlungen. Von der anderen Position habe ich locker sieben
Stück markiert. Und ich hoffe, dass jetzt das mit dem Dolmetscher funktioniert. Sonst werde ich nämlich echt sauer. Gucken wir auf der Map, wo sich der herumtreibt. Momentan läuft er noch. Noch ein Stückchen näher. Противник обставил нас по всем статьям, а мы даже не знаем, где он прячется. Самый важный вопрос на повестке дня. Рапорты о пропавших бойцах. Мы думали, что они дезертируют. Нет. Пока это только теория, но, скорее всего, солдат похищают душманы. Auch wenn das Russisch ist, ich halte jetzt den Mund und hoffe, dass das... Если это будет продолжаться, боевой дух сильно упадет. Ausreicht, damit ich das Ziel krieg. Психологическая война. Я хочу ударить по их главной базе, но пока мы можем только латать дыры подкреплениями. Значит, к нам перебрасывают подкрепление из России? Точно так. Нашему батальону отдадут приоритет при распределении новобранцев. Ваши аванпосты тоже усилят. Вы сможете ударить по врагу гораздо сильнее, когда ваши люди его обнаружат. Это воодушевляет, капитан. Остается вопрос. Как противнику удалось похитить стольких солдат и не засветиться? Мне доложили о том, что как один солдат летал, его привязали к воздушному шару. Воздушный шар? Это какое-то новое оружие Запада? Не придавайте большого значения слухам. Факты помогут нам найти решение. Товарищ капитан, разрешите внести предложение? Разрешаю. Это ни в коем случае не решит нашу проблему, но я бы установил мины на наименее защищенных отрезках периметра. Это, по крайней мере, помешает противнику. Да, мины можно прикрыть слепые зоны, перелески, а также тропы, ведущие в обход аванпостов. Именно. Разрешаю. Выполняйте. Спасибо, товарищ капитан. Я отдам приказ установить мины, как только вернусь на базу. Я тоже отдам такой приказ. Хорошо. На сегодня это все, товарищи. Как можно скорее займитесь минными заграждениями. Враг не дремлет. Будьте начеку. The map has been updated. So. Das war mal die erste Aufgabe. Dann muss ich gucken, dass ich meinen Hintern da wieder in eine sichere Position begebe. Weil jetzt verteilen sich die Wachen, die Kommandanten verpfeifen sich wieder. Und es war natürlich hilfreich, wenn ich den anderen Kommandanten noch markieren könnte. Und ich glaube, der fährt ja hier über diese Straße. Ich weiß nicht, ist es diese oder die andere? Mal gucken. Ne, es ist die andere. Dann wäre es natürlich für mich praktischer, wenn ich dann später in den sein Vor eindringe.
Heilpflanzen nehmen wir auch mit. Jetzt müssen wir nur warten, dass der rauskommt. Bloß nicht sehen lassen. Ganz wichtig. Sehr schön, dann haben wir den schon mal markiert. Den aus dem anderen Dorf haben wir markiert. Perfekt. Und jetzt können wir anfangen, das erste Dorf umzukrempeln. Machen wir mal kurz geschwind Pause. Sorry, Leute. So, da bin ich wieder. Hat gar nicht so lange gedauert. Und ich würde sagen, da wir das Dorf ja schon, glaube ich, zweimal auseinandergenommen haben, wir nehmen es wieder von derselben Seite auseinander. Mal gucken, dass wir so viel wie möglich markiert bekommen. Achso, wir wollten ja eigentlich auch noch Fangkäfige aufstellen, weil das kostet uns ja so gut wie nichts. Okay, sind alle draus. Dann. Ne, diese Waffe einmal nachladen. Genau. Okay. Haben wir noch irgendwo was herum? Fleuchen. Naja, das ist ein schlechter Standort, um zu markieren. Dramatische Musik. Müssen wir mal gucken, ob man da zwischen die Häuser was sieht. Clouds approaching. Da hinten geht ja auch niemand mehr rum, nee. Oben ist einer. So, Funktionswechseln, was war das zuerst? Rauchmitteleinsatz, Betäubungsmitteleinsatz. Alles klar, Markierung setzen, entfernen, das kostet nichts, Artillerie, also das könnte ich rein theoretisch alles mit dem Scope auswählen. Na, dann gehe ich einmal darüber, in der Hoffnung, dass ich nicht entdeckt werde. Müssen wir mal gucken, welchen Kasper ich da als erstes auseinandernehme. Schon. Einmal kurzerhand darüber. Wir müssen die ganzen Eierbären nämlich noch verhören. Ihr habt ja gesehen, mein Konto ist momentan etwas unterversorgt. An GMPs und vielleicht erfahren wir ja die Position von einem oder zwei Diamanten. Vielleicht sogar ein großer.
daher wird alles jetzt einmal verhört.